Hallo zu meinem heutigen Vlog. Also ich möchte heute nach knapp einem Monat im neuen Jahr zu meinem 350-Tage-Projekt ja mal ein kurzes Video machen. Ja, ich habe jetzt schon über einen Monat permanent auf meinem Acer Predator Linux drauf, auf einer zweiten Festplatte praktisch. Und betreibe, wenn es wirklich sein muss, nur wenn es sein muss, parallel noch Windows. Und kam jetzt diesen Monat, also der Monat ist ja beinahe rum, ja, so ein bis zweimal musste ich meinen Windows-Rechner nochmal starten, weil es einfach Programme waren, die speziell sind. Und besonders, wenn man jetzt auch mal ein Spiel spielen möchte, was man auf dem Windows-Rechner gewöhnt ist oder von Windows-Rechnern her kennt, musste ich meinen Windows-Rechner starten. Was war der negative Effekt, wo ich jetzt, nachdem ich jetzt so täglich mit Linux gearbeitet habe, mit dem Windows, mir ist aufgefallen, obwohl ich das Windows auf einer SSD-Platte habe, dass sich Applikationen relativ lange brauchen, bis sie starten. Das Internet war langsamer, also auf dem gleichen Rechner mit der gleichen Netzwerkkarte, mit der gleichen, ja, DSL-Leitung war unter Windows das Internet langsamer. Das erklärt sich ja auch durch Firewall, durch Antivirus und ja, und natürlich auch von Windows selber. Der Windows ist eigentlich schon ein Datenhaufen. Man muss überlegen, wenn ich eine komplette Linux-Installation habe, habe ich zwischen 3 und 4 Gigabyte auf meiner Festplatte installiert. Und bei einer Windows 7 Installation, nach einer ersten Installation sind wir schon knapp bei 10 GB. Und wenn wir alle Updates gezogen haben und diverse andere Dinge, also keine Applikationen, die nicht von Windows sind, sondern nur Windows selber, da kann schon sein, dass Windows bis zu 50 GB anwächst. Das muss man erstmal auf der Zunge zergehen lassen. 50 GB. Und dann ist es ja auch klar, so eine Festplatte, die muss ja die ganzen Daten suchen, dass da die Zugriffe teilweise länger gehen, wie jetzt unter macOS oder unter Linux, ist eigentlich von der Seite her verständlich. Das Altlasten, was Windows hat, Windows muss halt immer nach unten sehr kompatibel sein, weil sie ja teilweise auch im Business-Bereich, ja, zum größten Teil sogar, im Business-Bereich eingesetzt werden und damit auch dort die Leute die neuesten Betriebssysteme irgendwann mal annehmen, muss man immer so gut wie es geht nach hinten, also zu den alten Windows-Betriebssystemen, kompatibel sein. Diese Last hat macOS so nicht, wenn dann, also nicht in diesem Ausmaß, und Linux kann das schon mal ganz gnadenlos sein. Also zwar laufen immer die alten Programme auch, aber wenn es man dann nicht so ist, dann ist es halt so. Dann muss man halt auf dem alten Betriebssystem weiterschaffen, wenn das ein sehr, sehr wichtiges Programm ist. Ich habe jetzt so mal ein bisschen meine Erfahrung zu Linux nach einem Monat schon ein bisschen zusammengesetzt, gesammelt. Ich will erstmal mit den Negativen anfangen. Also, wenn ihr ein spezielles Windows-Programm habt, das heißt, eine spezielle Videobearbeitung, eine spezielle Hardware, zum Beispiel wie ich, die Game Capture HD, die hat Treiber also die Software ist für Windows und für macOS, aber leider nicht für Linux. Also kann ich die Hardware ohne Probleme nicht unter Linux benutzen. Microsoft Office stellt bei mir eigentlich momentan kein Problem dar. Auch wenn ich beruflich als Admin tätig bin, im privaten Bereich reicht mir Library Office. Ich hoffe, so wird es ausgesprochen. Ich gehe mal hier auf die Seitenleiste, dann seht ihr hier Library Office. Das reicht mir im privaten Bereich. Also ich habe jetzt keine Wünsche offen, wo mir jetzt da fehlen. Ich finde es wirklich auch für die Schule ausreichend. Wenn es natürlich nicht so ist, dann besteht natürlich auch das Problem, dass hier Microsoft Office nicht ohne weiteres unter Linux zum Laufen kriegt. Ich habe es versucht, die Installation ist mir gelungen, der erste Start ist mir gelungen,
Aber dass die Software arbeitet dann nicht wirklich stabil. Also ich bin da noch am Tüfteln. Vielleicht bekomme ich das ja noch in der nächsten Zeit hin. Dann gibt es auf jeden Fall ein Video, wie ihr Microsoft Office 2010 unter Linux Ubuntu zum Laufen bekommt. Also den größten Teil habe ich geschafft. Ich muss noch an der Stabilität arbeiten. Ja, dann noch eben an meine kreativen Freunde. Also Photoshop. So habe ich auch noch nicht zum Laufen bekommen. Werdet ihr, glaube ich, unter Linux auch eure Probleme haben. Ich bin eigentlich auch ein Fan von GIMP. Also GIMP ist ja so ein ähnliches Programm wie Photoshop. Unter YouTube müsst ihr einfach mal GIMP Tutorials eingeben in der Suchleiste. Da gibt es aber hunderte, sogar tausende GIMP Tutorials. Wenn ihr da euch täglich eine halbe Stunde, Stunde damit beschäftigt, für einen kurzen Zeitraum, sage ich mal, für 2, 3 Wochen, dann könnt ihr eigentlich alle Grundaufgaben mit GIMP lösen. GIMP ist wirklich eine sehr gute Software und kostet auch wiederum nichts, ist auch wieder Open Source, läuft natürlich auf allen Linux-Distributionen, die mir bekannt sind. Und ja, aber Photoshop so direkt. Unter Linux. Ich habe zwar ein, zwei Videos gesehen, bin mir nicht sicher, ob das Fakes waren. Ich habe es selber noch nicht geschafft. Ja, und dann kommen wir noch zur Videobearbeitung. Also es gibt unter Linux wirklich gute Videobearbeitung mit Grundfunktionen. Teilweise kann man auch Titels einfügen, man kann seine Videos beschneiden, man kann Filtern draufsetzen. Das alles gibt es unter Linux. Also für eine Grundaufgabe, wenn man einen Familienfilm gedreht hat und den schnell zusammenschneiden möchte und dann ins MP4-Format oder daraus eine DVD erstellen möchte. Ja, DVD wird es vielleicht schon ein bisschen kritisch, aber in einem ganz normalen MP4-Format, das alles ist ohne Probleme möglich. Aber wenn ihr zum Beispiel dann noch richtig ins Semi-Professionelle reingeht, also so wie zum Beispiel Bild-in-Bild-Videos oder ja, diverse andere, sage ich mal, Möglichkeiten mit Greenscreen-Hintergrund. Da habe ich noch nichts gefunden. Da switche ich doch wieder entweder auf meinem macOS oder auf meinem Windows. Und ich bin gespannt, ob ich da irgendwelche Lösungen auf Linux finde, was ungefähr, sage ich mal, so die Ansprüche, die ich habe, an eine Videobearbeitung auch einigermaßen abdeckt. Aber da gibt es noch eben was zu finden. Dann habe ich auf meinem macOS, habe ich ja das Programm Motion. Da kann ich solche Tutorials, also so Titel erstellen, zum Beispiel wie das Buchstaben ins Feld reinfliegen, wieder rausfliegen und dass es so einen Rauch oder Nebel es gibt oder es regnet, ähnlich wie After Effects. Sowas Ähnliches kann man, glaube ich, mit Blender machen. Blender ist aber ein Megaprogramm, da muss man sich wirklich einarbeiten. Das muss ich mir noch genau anschauen. Ansonsten so etwas Kleineres, also so Animationen, wo man Animationen erstellen kann, wie eben, ja, gerade eben, ja, Dr. Ubuntu zum Beispiel einfliegt in einem Video, wieder rausgeht oder solche Sachen, habe ich nicht gefunden, noch nicht gefunden, bin auf der Suche. Ja, und wenn ich da was gefunden habe, dann werde ich auf jeden Fall wieder mal ein Video vorbereiten. Dann gibt es eigentlich noch einen Punkt, was für mich zum Teil negativ ist, aber zum Teil auch durchaus positiv. Linux ist eigentlich nicht Hype. Also wenn man sich hinstellt, ich muss diese Erfahrung machen, bei Windows-Usern oder auch bei macOS-Usern sagt, ich will auf Linux umsteigen, schütteln alle mit dem Kopf. Und keiner versteht einen. Also ich meine, vielen fehlt es an Verständnis, warum man eigentlich sich Linux antun möchte. Wobei ich besonders jetzt auch sehr viele Vorteile in diesem Betriebssystem sehe und eigentlich auch nicht verstehe, warum man einfach bereit ist, ja, besonders als jüngerer Mensch, der nicht mal ein eigenes Einkommen hat, alle paar Jahre 2000 Euro für einen Rechner auszugeben, um einfach nur Hype zu sein. Ja, wie gesagt, unter Linux sind sehr viele Programme, die meisten Applikationen, also dieses Videoprogramm, was jetzt hier läuft, was ich jetzt so bewege,
Ja, diese Leiste hier unten, das Betriebssystem, das ist alles Open Source, alles kostenlos. Ich habe hier Gewibe, also einen Twitter-Client, ich habe hier einen E-Mail-Client, ich habe Textverarbeitungs-Office-Paket, mit GIMP habe ich ein Grafikbearbeitungsprogramm, ich habe Mindmap, ich habe ja diese Aufnahmesoftware, allein so eine Aufnahmesoftware für Linux, für Windows, also in dem Format, ja, es gibt sehr viele kostenlose, aber wenn es einigermaßen was taugen soll, dann ist es ziemlich teuer. Ja, und dann geht es natürlich auch um die Freiheit. Man kann eben, dass man das Freiheitsgedanke, man ist nicht an einen Apple oder an einen Microsoft-Konzern gebunden. Es gibt viele Ubuntu-Derivate, habe ich mittlerweile festgestellt. Da werde ich auch mal ein Video zu machen. Ich gebe, sag mal einfach Namen wie Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu. Ich habe mir mal so eine Ausstellung gemacht, was die Vor- und die Nachteile von den ganzen Derivaten sind. Es ist wirklich toll, also wenn man einen alten Rechner hat, kann man die gleichen Programme, die ich jetzt hier verwende, auch mit einem alten Rechner betreiben. Und habe das auch mal live getestet mit einem Rechner, mit einem Pentium 3 Prozessor. Und darauf habe ich Lubuntu installiert und das Ding lief flüssig. Und dazu werde ich auch noch Videos machen, das ist ziemlich interessant. Und ich habe, seit ich Ubuntu habe, ich hatte als davor schon keine Viren, aber hier bin ich total sicher. Mir ist bis jetzt also noch nichts aufgefallen, dass sich da irgendwie Viren oder diverse Dinge eingefangen hätte. So, dann gibt es noch so viele positive Dinge. Schaut einfach meine folgenden Videos an. Und ja, ich hoffe, das Video, dieses erste Vlog-Video war informativ. So eins wird es mindestens jeden Monat ein bis zweimal geben. Ich hoffe, ihr seid dann jedes Mal dabei. Wir sehen uns. Bis dann.